Hallo zusammen, ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Der Mensch ist keine kriegerische Spezies. So der Titel dieses Videos. Wird vielleicht der ein oder andere denken, ach was, ist doch überall, sind nicht nur die Köpfe am Einschlagen. Ich möchte das erstmal spezifizieren. Mit kriegerisch meine ich, dass wirklich die Menschen die Keule, das Axt, die Gewehr, das Schwert in die Hand holen und aufeinander losgehen. Ja? Das heißt nicht, dass die Menschen nicht schon immer irgendwie ums Überleben am Kämpfen gewesen sind, sei es, wenn sie komplett von der Natur abhängig waren, sei es durch Wirtschaftssysteme, durch Machtsysteme, wo sie unterdrückt wurden. Das meine ich nicht. Sondern der Fakt ist, der Mensch sich wirklich, so wie es ja anscheinend die Geschichte schreibt, sich ständig immer nur von einem Krieg am anderen am Hetzen, die Menschheit. Und hier möchte ich exemplarisch den größten Krieg, den wir bisher hatten, nehmen. Den Zweiten Weltkrieg. Nach offiziellen Zahlen, die man so findet, waren in etwa, oder ich sag's mal anders, was denkt ihr denn, wie viel Prozent der Menschheit waren denn im Zweiten Weltkrieg am Kämpfen? Am Kämpfen? Nach offiziellen Zahlen waren es etwa 20 Millionen. Und es gab zu dem Zeitraum 1945 etwa 2 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Dann war das 1%. Jetzt nehmen wir, um einfach das mal aufzubauschen, sagen wir, es wären sogar 200 Millionen Menschen gewesen, die am Kämpfen gewesen wären. Dann sind wir bei 10%. Und 90% der Menschen, was ist mit denen? Die haben nichts anderes als versucht, so gut wie es geht, ein friedliches Leben zu führen, ihr Ding durchzuziehen, irgendwie klarzukommen. Aber die haben nicht die Keule, das Gewehr, die Granate in die Hand genommen und sind auf andere Menschen los. Die Geschichte wurde geschrieben von den Siegern. Hört man doch immer wieder. Angefangen hat es hier mit der katholischen Kirche, mit Buchdruckerei, Bibel, was ganz einfach speziellen Zielen zum Machterhalt gedient hat. Und da hat sich bis heute nichts dran geändert. Und selbst heute im Internet, was wird denn immer wieder geteilt? Immer wieder, wo irgendwo Krieg ist, wo sich die Leute die Köpfe einschlagen. Aber über die 90%, wie gesagt, eigentlich sind es wahrscheinlich sogar noch mehr, die nicht am Krieg führen sind, berichtet keiner. Warum? Weil es langweilig ist. Weil das menschliche Leben als Mensch, als Teil der Spezies Mensch, eigentlich langweilig ist. Man ist eine lange Weile auf dieser Welt und versucht einfach so gut durchzukommen, wie es geht, ohne dass man selbst verletzt wird und nach Möglichkeit auch ohne, dass man andere verletzt, weil sich das auch kacke anfühlt. Ja? Was möchte ich damit ins Bewusstsein rufen? Und was möchte ich damit vielleicht sagen? Ihr ganzen Friedensaktivisten, die ihr euch immer wieder auf die nächste Kriegsmeldung stürzt. Wie wäre es denn, wenn wir uns mal immer mehr darauf stürzen, was denn eigentlich die 90, oder gehen wir noch weiter runter, 80%, egal, der Menschen sonst so ihr Lebskuchen taglang machen. Das ist die Spezies Mensch. Es ist nicht so, wie es dargestellt wird, dass der Mensch sich, seit es ihn gibt, immer nur die Köpfe am Einhauen ist. Nein, ich bin mir sicher, egal wie weit man in der Geschichte zurückgeht, glaubt nicht, dass es überhaupt einen Zeitpunkt gibt, wo 50%, wo man sagen kann, die oder mehr als 50%, also die Mehrheit der Menschheit, irgendwo dabei ist, aufeinander loszugehen. Das gab es nicht, wird es auch nie geben. Nur heute sind wir halt aufgrund der hochgerüsteten Waffen an einem Punkt, wo einfach die Möglichkeit da ist, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen auf einmal sterben, falls wirklich ein Krieg passiert. So, aber trotzdem werden es nicht die Mehrzahl der Menschen sein, die sich da in einem Krieg befinden. Und ich finde es wichtig, dass man sich einfach mal dieses Bewusstsein klar macht, dass das eine der größten manipulativen Darstellungen in der Geschichte der Menschheit ist, dass wir uns immer nur die Köpfe am Einschlagen sind. Die Menschheit ist keine kriegerische Rasse, sondern eigentlich eine friedliche. Diejenigen, die Krieg wollen, kann man grob in drei Kategorien unterteilen. Einmal die ganz oben, die es befehlen, denen es allein um Machterhalt, um sonst was geht. Dann die unten drunter, die daran profitieren durch Waffenexporte,
durch Gewinn von Ressourcen und dann die, die einfach gehirngewaschen sind, und anders kann man die ganzen Soldaten, die wirklich die Waffe in die Hand nehmen, nicht bezeichnen, die eine Gehirnwäsche haben und Kanonenfutter letztendlich für die sind, die die Kriege ausrufen und beschließen, aber niemals selbstständig in den Krieg ziehen. So, und das untere Drittel, die gehören echt in die Psychiatrie, dass denen geholfen wird, dass sie wieder klarkommen, dass es einfach Mist ist. Wie Eugen Drewermann das so schön sagt, jeder Krieg ist eine Umkehrung sämtlicher Werte. Er kann nie dazu dienen, irgendwelche Werte zu retten, weil jeder Soldat darauf gedrillt wird, zu töten, zu killen, und sämtliche Werte, die man im normalen Leben so lebt, die über 90% der Menschen weiterhin leben, eben nicht mehr ausführt, sondern die vergisst und zu einer Killermaschine wird. Das ist die Aufgabe von einem Soldat, sei es jetzt, indem er einen Knopf drückt oder indem er mit dem Messer auf jemand losgeht. Und die anderen, die dies beschließen, die daran profitieren, die gehören einfach nur weggesperrt. Und insgesamt gehört, finde ich, wenn wir zum Frieden wollen, gerade in der heutigen Medienzeit, in dem Medienzeitalter, übers Internet auch, gehört dem ganzen Krieg nicht mehr so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Sondern wenn man das wirklich verinnerlicht und das versucht, deswegen sage ich es nochmal, findet mal irgendeinen Zeitpunkt, wo mehr als 50% der Menschheit sich die Köpfe am Einschlagen war. Bin ich mal gespannt. Wann berichten wir über die anderen? Wann sagen wir, dass das normal ist? Wann richten wir unser Augenmerk da drauf und nicht auf das Aufregende, da ist wieder was, da ist wieder was, da ist wieder was, dass das Angst macht? Wann? Ich glaube, wenn nicht jetzt langsam höchste Zeit wird, dann weiß ich es auch nicht. Und auch hier wiederum am Ende jedes Videos der Hinweis, was können wir generell machen, dass die Welt hier anders wird. Das sind eigentlich 5 Punkte. Uns wieder als Gemeinden zusammenfinden, gucken, dass wir autark werden in der Wasserversorgung, Essensversorgung, Stromversorgung, dass wir eine eigene Währung haben, uns loskoppeln von diesem ganzen Mist und uns wieder selbst verwalten in kleineren Gruppen als diese riesen Staatsgebilde, die wir jetzt haben. Und dann gucken wir mal, wie die Welt anders aussieht. Und jeder kann bei sich im Leben anfangen zu gucken, was konsumiere ich, wo kommt's her, will ich das Leben so wirklich mitleben und durchziehen, was hier so als normal gilt. Liegt bei jedem selbst. Vielen Dank fürs Zuhören, alles Gute, bye.